Halleluja, Jesus ist unser Retter und unser Erlöser. Amen. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 12, dass es in keinem anderen Namen Rettung gibt, außer in dem Namen von Jesus Christus. Jesus Christus, unser Fundament, er ist unsere Grundlage, der Fels, auf dem wir stehen, der Boden, in den wir uns verwurzeln dürfen. Amen. Und ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen hier vor Ort und alle, die am Livestream mit dabei sind. Schön, dass ihr mit dabei seid und dass wir zusammen Gott feiern dürfen und Gott anbeten dürfen. Und das ist das, was wir genau jetzt tun möchten. Und ich will am Anfang einfach kurz beten. Danke, Jesus, dass wir dich heute anbeten dürfen. Danke, dass es keinen anderen Namen gibt, der so groß ist wie dein Name. Danke, dass du größer bist und höher bist als alles andere und als jeder andere. Jesus, du bist der Höchste und wir wollen dich heute wirklich erheben. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen sagen, Jesus, wir lieben dich. Amen. Thank you.
Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte, mein Gott ist größer als Lügen und größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte, 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 mein Gott ist der Größte. Und ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, morgen. Er ist größer und er regiert. Er ist König aller Könige. Er hat den Tod besiegt. Er hat uns frei gemacht. Und heute, Herr Jesus, wollen wir sagen, du bist der Größte. Du bist König und du bist König in unserem Leben, Jesus. Du allein sollst unser Zentrum sein. Du allein sollst der Mittelpunkt sein, Herr. Du bist unser Fundament, Jesus. Und wir lieben dich. Wir danken dir, Herr. Wir ehren dich heute Morgen. Halleluja, Halleluja. Thank you.
Vor deinem Thron.
bist am Wirken, du bist am Wirken, Jesus. Du bist hier und du bist mitten unter uns, Jesus. Du bist hier und wir preisen deinen heiligen Namen. Du bist hier und du berührst Herzen, Jesus. Du bist hier. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh. And even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you work. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you work. You never stop, you never stop working. You never stop. Jesus, wir erheben dich. Wir wollen dich wirklich erheben heute. Wir wollen dich hochheben. Wir wollen dich über alle Umstände heben. Wir wollen dich über alle Probleme heben und über alle Gedanken heben und über alles heben, was uns so beschäftigt. Jesus, wir wollen dich da drüber heben und wir wollen sagen, Jesus, du bist würdig. Du bist würdig, dass wir dich anbeten. Du bist würdig, dass wir uns vor dir beugen. Jesus, du bist würdig, dass wir deinen Namen anbeten, dass wir deinen Namen anbeten, weil es gibt keinen anderen Namen außer deinen Namen. Jesus, wir erheben dich. Jesus, wir heben dich hoch. Jesus, wir erheben dich über die Politik. Wir erheben dich, Jesus, über die Wirtschaft. Wir erheben dich über die Medien. Wir erheben dich über den Gesundheitswesen. Wir erheben dich über den Rechtswesen. Wir erheben dich, Jesus, über den Bildungswesen. Jesus, wir erheben dich über alle Bereiche, über Kunst und Kultur. Jesus, wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir sagen, Jesus, du bist der König. Es ist kein anderer Name als dein Name. Es ist in keinem anderen Namen ist Rettung außer in dir. Jesus, du bist die Rettung für Deutschland. Du bist die einzige Rettung für Deutschland. Jesus, wir wollen es wirklich ausrufen. Du bist die Rettung für Deutschland. Jesus, du bist die Hoffnung für Deutschland. Du bist die Antwort für Deutschland. Jesus, du bist derjenige, der war und ist und der kommt. Du bist derjenige, der jeden Plan in seiner Hand hält. Du bist derjenige, der das Zepter in der Hand hält, der König ist. Du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Jesus, wir sagen, wir erheben dich über unserem Land. Jesus, wir erheben dich. Wir erheben
dich, wir erheben dich. Wir wollen nicht auf die Umstände gucken, wir wollen nicht auf das gucken, was uns, wovor wir Angst haben, sondern Jesus, wir wollen auf dich schauen, auf deine Größe schauen, auf deine Güte schauen. Und Herr, wir wollen um Vergebung bitten, wo wir uns haben ablenken lassen von den Umständen. Und das kannst du gerade jetzt für dich tun, da wo du bist, an deinem Platz, kannst du Jesus um Vergebung bitten, wo du dich hast einlullen lassen von den Stimmen, die du den ganzen Tag hörst, von negativen Nachrichten, von schlechten Dingen und wo du so geplagt warst von Angst und von Trauer und von Hoffnungslosigkeit. Weil in Jesus Christus gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und Jesus, wir wollen dich wirklich um Vergebung bitten, wo wir den falschen Stimmen geglaubt haben. Und wir wollen sagen, wir wollen dir gehorchen. Wir wollen auf dich schauen, Jesus. Wir wollen auf das schauen, was du für uns vorbereitet hast, Jesus, weil du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Fundament. Du bist unser Eckstein. Jesus, wir sagen, wir stehen nicht auf Gesetzen. Wir stehen nicht auf Bildungsplänen oder auf irgendwelchen von Menschen geschaffenen Strukturen. Jesus, wir stehen auf dich. Wir stehen auf dir. Du bist unser Fundament. Du bist unser Fels. Du bist der Boden, in den wir uns verwurzeln. Jesus, 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 wir erheben dich. Jesus, 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 wir beten dich an. Ruf gerade jetzt den Namen Jesus an. Sprich einfach den Namen Jesus aus. Jesus, 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 du bist die Hoffnung. Jesus, 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 Jesus. Es ist kein anderer Name als der Name Jesus. Es ist kein anderer Name als der Name Jesus. Jesus, 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 Jesus. Wir rufen dich an. Wir rufen aus den Namen Jesus über unserem Land. Jesus, 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 Jesus. Wir rufen den Namen Jesus aus über unseren Arbeitsstellen. Wir rufen aus Jesus, Jesus, Jesus über allem. Jesus über allem. Jesus über allem. Jesus, 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 Jesus. Wir beten dich an. Wir erheben dich. Jesus, 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 Jesus. Über den Politikern, wir rufen über den Bundestag, Jesus, 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 Jesus. Überall da, wo Gesetze entschieden werden, rufen wir aus, Jesus, 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 Jesus. Wir rufen in alle Bildungsstätten, rufen wir Jesus, 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 Jesus. Wir rufen über den Medien, Jesus, 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 Jesus. Wir rufen über der Wirtschaft, Jesus, 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 Jesus. Du bist die Rettung, Jesus. Du bist unser Fundament, Jesus. Du bist unser Wirtschaftssystem, Jesus. Du bist es, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Wir rufen über Kunst und Kultur den Namen Jesus, 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 Jesus. Wir rufen über dem Gesundheitswesen, rufen wir den Namen Jesus aus. Jesus, 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 Jesus in den Krankenhäusern. Jesus in den Arztpraxen. Jesus, 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 Jesus in den Krankenkassen. Jesus, Jesus, Jesus überall in den obdachlosen Städten. Jesus, 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 Jesus. Ruf den Namen Jesus aus. Es ist kein anderer Name außer den Namen Jesus. Es gibt nirgendwo so viel Kraft. Wenn wir den Namen Jesus aussprechen, da passiert was in der unsichtbaren Welt. Glaub nicht, dass es nur irgendein leer ausgesprochenes Wort ist. Es gibt kein Wort und kein Name, der so viel Inhalt hat wie der Name Jesus. Es gibt nichts, was so viel Substanz hat wie der Name Jesus. Der Name Jesus ist unser Fundament, unsere Kraft, was wir aussprechen dürfen. Du darfst gerade jetzt über alles, was dir gerade noch in den Kopf kommt, was ich nicht gesagt habe, den Namen Jesus ausrufen über unsere verlorenen Familienmitglieder. Der Name Jesus. Oh Jesus, wir erheben dich. Jesus, wir erheben dich. Oh Jesus, wir beten dich an. Oh Jesus. Oh Jesus. Hey, wir erheben dich. Wir heben dich.
Niemand ist so hoch und so groß und so würdig wie Jesus Christus. Und Jesus, in dieser ehrfürchtigen Haltung wollen wir bleiben, auch die ganze Woche über, und alles, was kommt, Jesus. Wir sagen, du bist der König in unserem Leben. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Uns Jesus einen Applaus geben. Halleluja. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Und es ist so gut zu wissen, dass diese Momente, wo Jesus so präsent ist, wo Jesus so da ist, wie wir es jetzt gerade merken und spüren, dass wir das immer haben dürfen. Wir haben immer Zugriff drauf. Wir brauchen, es ist richtig, Gott schenkt diese Momente in den Gottesdiensten, aber wir können zu Hause da, wo wir sind, jeden Tag in der Woche, die ganze Zeit haben wir Zugriff da drauf, auf die Gegenwart Jesu. Amen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil Jesus hier ist. Amen. Und dann ist heute noch ein ganz besonderer Tag, weil die Kinder heute Kindergottesdienst haben. Woo, so cool. Und deswegen dürfen die Kinder jetzt in den Kindergottesdienst gehen. Die kleinen Kinder dürfen die Treppe nach oben gehen und dann nach hinten, und die großen Kinder dürfen einmal hier außen rumgehen, den Kindergottesdienst. Genau, und dann ist heute auch noch ein ganz besonderer Tag, weil unser Pastor heute Geburtstag hat. Und lieber Emanuel, du darfst mal nach vorne kommen. Und wir wollen dir einfach als Gemeinde heute Danke sagen. Und im Hintergrund laufen auch ein paar schöne Bilder von dir. Wir haben durchforstet die alten Fotoalben. Aber Emanuel, wir wollen dir einfach Danke sagen für das, wer du bist und wie du bist. Wir wollen dir Danke sagen für deine Leitung und für deine Hingabe. Und ich glaube, ein Stichwort, wenn man an dich denkt, das einem im Kopf kommt, ist total hingegeben, völlige Hingabe ist eigentlich das, was dich beschreibt. Du investierst so viel mehr, als jeder von uns auch nur ahnen kann, in diese Gemeinde hier und in das Reich Gottes. Und ein anderes Stichwort, das kommt, wenn man an dich denkt, ist Mut und mutig sein. Und das ist, womit du uns als Gemeinde prägst, was du in uns hineinlegst, wo wir nachlaufen dürfen und wir lernen, mutig zu sein, weil wir dich anschauen und weil wir sehen, wie mutig du bist. Und ich meine, wir müssen nur mal umgucken, wo wir hier gerade stehen, in welchem Gebäude, wenn das mal nicht mutig war. Und wir wollen dir einfach Danke sagen, dass du Jesus an erste Stelle setzt und dass du Jesus nachfolgst und nachjagst und dass das Reden von Jesus für dich über allem anderen steht. Und wir wollen dir Danke dafür sagen, auch ich als stellvertretend, als junge Generation will dir ganz besonders Danke sagen dafür, dass du uns siehst und dass du das Potenzial siehst, das Gott in uns reingelegt hast, und dass du uns darin förderst und forderst und uns wirklich Freiraum gibst. Das ist nicht selbstverständlich, und wir wollen dir Danke dafür sagen. Auch generell ist es eine Gabe, die du hast, dass du eigentlich, du guckst Menschen an und du siehst, was Gott in sie reingelegt hat, und du kitzelst es aus ihnen raus, du forderst sie heraus,
Und du förderst die Menschen einfach. Und ja, ich glaube, es gibt noch so viel mehr zu sagen über dich und zu dir. Und das kann dann jeder einzeln machen. Nach dem Gottesdienst kommt jeder von euch, gell, zum Emanuel und sagt nochmal persönlich, was sie alle so an dir feiern. Aber wir wollen einfach sagen, danke, wir feiern dich und wir lieben dich. Können wir mal klatschen, ja? Ja, und zu einem Geburtstag, da schenkt man ja auch was. Und dann haben wir uns überlegt, was schenkt man jemanden, der nach Epheser 1, Vers 3 schon gesegnet ist mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt? Was macht man da? Ganz klar. Man schenkt ein Quietsche-Entchen und man schenkt ein Abenteuer-Edition-Duschgel. Und der Emanuel und Efi kennt, der wird jetzt vielleicht schon ahnen, was das mit dem Emanuel zu tun hat. Ihr habt ein neues Badezimmer. Hier sehen wir Bilder von einem neuen Badezimmer. So viel kann ich sagen, dass da einige Dinge nicht ganz fair zugegangen sind und ihr letzten Endes sehr viel habt mehr zahlen müssen, als es eigentlich gekostet hat. Und wir dachten uns, wir brauchen unbedingt einen Pastor, der total entspannt ist, weil er regelmäßig sein Entspannungsbad nehmen kann. Und deswegen möchten wir dich unterstützen, finanziell. Also nicht nur mit Quietscheentchen und Duschgel, sondern wir möchten als Gemeinde dich und euch darin finanziell unterstützen und mit zu diesem Badezimmer mit beitragen. Und wir werden jetzt die ganze Woche noch dafür sammeln. Und wenn ihr, die ihr zuschaut oder die ihr hier vor Ort seid, das echt noch auf dem Herzen habt, da mit zu investieren und reinzugeben, dann dürft ihr die Woche noch auf mich oder auf die Doris, das war die, die am Eingang stand und euch alle begrüßt hat, oder die Gitter, die ist heute nicht da, aber auf die dürft ihr zukommen und dürft es denen noch geben. Und ich will euch echt Mut machen, mutig zu sein und auch Glaubensschritte zu tun und über das, was ihr eigentlich im Kopf habt, hinauszugeben und mutig zu geben und wirklich unsere Pastoren zu ehren, weil das ist ein Zeichen, das wir setzen dürfen. Wir dürfen unsere Pastoren ehren, unsere Leiter ehren mit dem, was wir haben und auch mit dem, was wir nicht haben und darüber hinaus, weil Gott stellt sich dazu und er gibt ein Versprechen dazu, und zwar das Versprechen, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen, und er, Gott ehrt das, wenn wir unsere Leiter und unsere Pastoren ehren. Deswegen will ich euch wirklich Mut machen, mutig zu sein und mutig zu geben, auch im finanziellen Bereich. Und wie gesagt, ihr könnt nach dem Gottesdienst oder die ganze Woche über auf mich, auf die Doris oder auf die Gitter zugehen und dann überreichen wir dir das dann. Und was ist noch ein Geburtstag ohne einen Geburtstagssegen? Und dazu wird der Matthias jetzt kommen und stellvertretend für uns alle beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass wir für unseren Pastor beten dürfen. Danke, dass wir sehen dürfen, dass du ihn gesegnet hast und dass wir gesegnet sind durch ihn. Und danke, Herr, du segnest seinen Mut, seine Entschlossenheit, vorwärts zu gehen. Du leitest ihn durch deinen guten Geist. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Du selbst stehst hinter ihm. Du selbst rüstest ihn aus und schenkst ihm immer wieder neu die Botschaft vom Himmel, Halleluja, in sein Herz hinein und auch Wegweisung, Halleluja, was die nächsten Schritte sind. Du hast wunderbare Pläne über seinem Leben, du hast wunderbare Pläne über der Gemeinde, du segnest sein Leben, du segnest die Gemeinde, du segnest alles, was er anpackt, du stehst hinter ihm, Halleluja, danke Herr, dass wir wissen dürfen, dass dein Segen über ihm ist und wir wollen ihn segnen, Herr Jesus. Und dieses neue Lebensjahr, lass es das Gesegnetste sein in seinem Leben, Herr. Halleluja, danke, Herr. Du öffnest den Himmel und
Du selber bist die Quelle in ihm. Halleluja. Und du schenkst lebendiges Wasser immer wieder neu, dass er selber erfrischt ist und dass er erfrischt austeilen darf an uns. Und wir wollen hungrig sein für das, was du uns zu sagen hast. Danke, Herr Jesus. Wir wollen offen sein für das, wie du die Gemeinde leitest durch ihn. Danke, Herr. Wir wollen mit unterstützen und dein Reich bauen mit ihm zusammen. Danke, Herr. Du segnest sein hingegebenes Herz. Du segnest ihn und alles, was er in die Hand nimmt, wird gelingen und auf allem, was er tut, wird dein Segen ruhen. Danke, Herr Jesus. Segnest seine Ehe. Du segnest jeden Bereich seines Lebens. Danke, Herr. Halleluja. Du bist mit ihm und überfließend ist dein Segen auf ihm. Amen. Amen. Dein Geschenk darfst du nicht vergessen. Amen. Und wie gesagt, ihr dürft alle nach dem Gottesdienst den Immanuel belagern. Sei euch gestattet. Ja, das sind jetzt schon ganz viele Gründe, warum heute ein ganz besonderer Tag ist. Noch ein weiterer Grund, warum heute ein besonderer Tag ist, ist, dass wir Gott heute ehren dürfen mit dem vielleicht Wichtigsten oder mit dem Wichtigsten, was wir haben, nämlich auch mit unseren Finanzen dürfen wir Gott ehren. Und die Ordner werden jetzt rumgehen und was du einfach in Reich Gottes hier in diese Gemeinde investieren möchtest, das darfst du gerne da reintun und auch die online mit dabei sind. Die IBAN ist eingeblendet und ihr dürft einfach auch überweisen. Und dann gibt es noch einen Grund, warum heute ein besonderer Tag ist. Und zwar wird heute unsere Jugendleiterin, die Sarah, wird heute für uns predigen. Und ihr dürft sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Yes. Yes, es ist so schön hier zu sein, so schön, dass ihr hier seid und ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Ich hatte einen richtig guten Start ins neue Jahr und ich bin so gespannt zu sehen, was Gott dieses Jahr mit mir vorhat und mit euch vorhat, mit unserer Gemeinde vorhat, mit unserem genialen Pastor vorhat. Und ja, 2022, ein neues Jahr. Und so am Anfang des Jahres gibt es immer so verschiedene Arten von Leuten, so die richtig strukturierten, die sich so Pläne machen und kurzfristige und langfristige Ziele schon feststecken und sagen, ich will genau so und so viele Bücher lesen und Sport machen und so weiter. Und dann gibt es so die, die es eher so auf sich zukommen lassen und sagen, ach ja, mal schauen, was das Jahr so mit sich bringt, wird schon gut werden. Ich bin eher so strukturiert, ich habe mir einen Plan gemacht. Aber ich denke, egal ob wir strukturierte Menschen sind oder nicht oder es einfach auf uns zukommen lassen, wir haben bestimmt alle gewisse Wünsche in unserem Herzen, Träume, von denen wir gerne hätten, dass sie dieses Jahr wahr werden, Pläne, Ziele, an denen wir arbeiten. Und ich denke, es ist voll wichtig zu wissen, wie wir mit diesen Plänen, mit diesen Wünschen umgehen. Weil ich denke und ich weiß, es liegt ein Segen darauf, dass wir unsere Pläne Gott anvertrauen und mit ihm zusammenplanen und an nichts festhalten, sondern wirklich ihm alles abgeben und ihn machen lassen. Und das ist ein biblisches Prinzip und es steht in Sprüchen 16, Vers 3, lesen wir davon. Steht, vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Ja, und ich mag den Vers, weil ich bin jemand, der gerne Pläne macht. Und der Vers redet davon, unsere Vorhaben dem Herrn anzuvertrauen. Also wir dürfen Vorhaben haben, wir dürfen Pläne machen, wir dürfen Wünsche haben. Aber wie gehen wir damit um? Wir halten nicht daran fest, sondern wir vertrauen sie dem Herrn an. Und dann, sagt es, wird es gelingen. Und genau das Gleiche sagt auch Psalm 37, Vers 5. Da steht, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Oder in einer anderen Übersetzung, die mag ich auch, da steht, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn,
er wird es richtig machen. Und ich liebe den Vers, weil er einfach so zeigt, wie Gottes Herz ist. Wir brauchen keine Angst haben, Gott unsere Pläne abzugeben, weil er wird es gut machen. Das ist sein Versprechen. Es braucht nur diesen Schritt des Glaubens, ihm alles abzugeben und ja, einfach die Kontrolle loszulassen. Oft geht es mir auch so, dass ich merke, so, ich habe es gerne, wenn es so nach meinem Plan geht, wenn es nach meinen Wünschen geht. Ich habe gern manchmal die Kontrolle über Sachen, aber es ist so ein Segen, darauf loszulassen und Gott alles hinzugeben, ihm alles anzuvertrauen und einfach zu sagen, Gott, du kannst es haben. Mach damit, was du möchtest. Und wir haben dieses Jahr gestartet als Gemeinde mit einer Gebetswoche. Ich weiß, viele von euch waren dabei und wir hatten echt eine gesegnete Zeit und Gott hat gewirkt. Und am Anfang der Gebetswoche, in der Gebetszeit, hatte die Doris ein Bild, das richtig stark war und es hat mich total bewegt, weil Gott schon davor zu mir über dieses Thema gesprochen hat. Und ich habe sie gebeten, das einfach heute Morgen mit uns kurz zu teilen. Deshalb darfst du gerne nach vorne kommen und ja, uns erzählen, was für ein Bild du von Gott bekommen hast. Ja, also ich hatte in dieser Gebetszeit ein Bild und ich habe gesehen, da war eine Person, die hatte ein Ölgemälde mit so einem Stillleben drauf, so halbvolle Weinkaraffe und so halb runtergebrannte Kerze und so ein Obstkorb, so wie man das so kennt von so einem Ölgemälde, so ein bisschen dunklere Farben. Und das Gemälde war für diese Person sehr wertvoll. Es hatte wirklich eine Bedeutung für diese Person. Und die hat es sehr geliebt, dieses Bild. Und dann kam ein Mann und hat zu dieser Person gesagt, gib mir dein Bild, ich mache ganz was Neues draus. Und dann hat die Person gesagt, nee, das ist mein Bild, das gebe ich nicht her. Und dann hat der Mann wieder gesagt, komm, gib's mir, vertrau mir, ich mache ganz was Neues draus, ganz was Wunderschönes draus. Und die Person hat dann so gesagt, das ist mein Bild, das kann ich dir nicht geben. Und es war so ein bisschen hin und her, bis dann die Person gesagt hat, okay, ich gebe dir das Bild. Und dann hat der Mann das Bild genommen und hat angefangen, mit einem Messer an diesem Holzrahmen innen die ganzen Seiten, diese Leinwand, wo das draufgemalt war, einzuschneiden. Und die Person, die hat dann gesagt, was machst du mit meinem Bild? Du machst mein Bild kaputt. Kannst du nicht mein Bild kaputt machen? Und der Mann hat wieder gesagt, vertrau mir, das wird was Wunderschönes werden. Und er hat dieses ganze Bild im Rahmen eingeschnitten und hat dann so von oben runter die Leinwand so abgezogen oder abgerollt und runtergezogen. Und dann war dahinter ein lebendiges Bild. Also man hat eine wunderschöne Landschaft gesehen. Das war, also ich wusste in diesem Bild sofort, es ist eine himmlische Landschaft, eine Landschaft vom Himmel. Wunderschön Wiesen, Bäume und es war lebendig. Also da sind Vögel rumgeflogen, man hat die Fliegen sehen, man hat Schmetterlinge rumflattern sehen, man hat die Blumen riechen können. Es ging ein Wind und der Wind kam aus diesem Bild raus und es war also ein lebendiges Bild. Wunderschön und diese Person, die stand mit offenem Mund dann vor diesem Bild und sagt, ich habe nicht gewusst, dass da hinter diesem alten Ölgemälde so etwas Schönes ist. Und und es war so ein Bild vom Heiligen Geist einfach, um uns zu sagen, seid ihr bereit, wirklich alles zu geben? Seid ihr bereit, auch mich an die Dinge ranzulassen, die wirklich euer Tiefstes betreffen und euer Innerstes betreffen? Seid ihr bereit, mir das zu geben, was für euch immens wichtig ist und ihr eigentlich sagt, das ist so mein Ding, das halte ich fest. Seid ihr bereit, mir alles zu geben, euren Alltag, euer Alltagsleben, die Zeit mit im Alltag, wie ihr sie gestaltet, eure Zeit. Seid ihr bereit, mir eure Zeit zu geben? Und vor allen Dingen war das so ein Punkt, dass der Heilige Geist auch gesagt hat, seid ihr auch bereit, mir die Zeiten zu geben, die ihr mit mir verbringt,
dass ich sie so gestalten darf, wie ich das möchte. Also die Zeiten, die wir zu Hause auch mit Bibel lesen und Gebet verbringen, die wir mit Gott zusammen verbringen, wo wir vielleicht so liebgewonnene Traditionen draus gemacht haben oder dass wir sagen, oh, das ist eine gut bewährte Methode, auf die und die Art und Weise die Bibel zu lesen oder Gebetszeit zu haben. Und der Heilige Geist hat gesagt, seid ihr bereit, auch dieses Altbewährte und was sich bisher gut bewährt hat und was so eine liebgewonnene Tradition geworden ist, seid ihr bereit, auch das mir zu geben, damit ich eure Zeit, die ihr mit mir verbringt, komplett reformieren kann und wirklich auf den Kopf stellen kann. Und weil ich habe so viel mehr. Es ist so viel mehr, was ich für euch habe. Es ist nicht nur dieses bisschen, was ihr denkt, das sei jetzt die Fülle und das sei jetzt das, was man jetzt zu Hause mit Gott erleben kann. Mehr geht nicht mehr. Er sagt, ich habe so viel mehr. Ich habe wirklich was Tiefes, was Lebendiges für euch. Und legt mir einfach auch eure Zeiten auf den Altar und gebt mir diese persönlichen Zeiten, die ihr mit mir habt, damit ich da reinwirken kann und wirklich alles komplett auf den Kopf stellen kann. Und ihr werdet sehen und erleben, ich mache komplett was Neues und was anderes draus und es wird so lebendig sein, wie ihr das noch nie zuvor erlebt habt. Das werden Gebetszeiten sein, wo ihr so erfüllt seid mit dem Heiligen Geist, dass ihr auf dem Boden liegt und lacht. Oder dass ihr weinen müsst oder dass ihr zum Herrn laut ruft oder dass ihr Bilder seht, dass ihr Begegnungen habt mit Engeln dass ihr gar nicht mehr aufhören könnt, im Wort zu lesen, wenn ihr mich reinlasst in eure Zeiten und wirklich auch das komplett hingebt. Ja, Amen. Amen. Danke. Ja. Ja, es ist so wahr, es ist so ein gutes Bild, weil es wirklich so zeigt, es liegt ein Segen darauf, Gott auch unseren Alltag zu geben. Gott zu sagen, du kannst auch mal eine Routine haben. Das ist für mich eher das Schwierige. Für manche Menschen ist es schwierig, so das Spontane an Gott abzugeben. Für mich ist es schwierig, meine Routine an Gott abzugeben. Ich habe gerne Routinen. Und genau das, was die Doris erzählt hat, genau das abzugeben und da loszulassen, merke ich so, wie Gott mich neu herausfordert. Aber ich weiß, es liegt ein Segen darauf, wenn ich dem nachgehe. Und wenn ich sage, Gott, du kannst meine Routine haben. Es geht darum, loszulassen und Gott machen zu lassen. Egal, ob du jetzt ein routinierter Mensch bist oder nicht, aber lass Gott wirken, öffne dich dafür und im Spontanen oder im Geplanten, lass ihn hinein und alles verändern lassen. Jeden Tag, gib ihm dein Leben hin, damit er in deinem Leben seinen Willen tun kann. Das möchte er tun. Er möchte uns gebrauchen, damit hier auf der Erde sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Und es ist so gut zu wissen, dass sein Reich in uns eingezogen ist. Wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Herz, du sollst Herr meines Lebens sein, dann zieht sein Reich in uns ein. Und wenn wir dann beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann beten wir eigentlich, dass wir kommen, dass wir seinen Willen hier auf der Erde tun. Und es ist so genial und so ein Privileg, denke ich auch, dass Gott uns dafür gebrauchen möchte, dass sein Wille hier auf der Erde geschieht. Und das noch Bessere ist, sein Wille ist uns nicht unbekannt. Wir können wissen, was Gottes Wille ist. Jesus selbst ist in uns eingezogen und die Bibel sagt in 1. Korinther 2, Vers 16, wir haben den Sinn Christi. Da steht, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer, der ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Oder in der NGÜ-Übersetzung, die ist auch gut an der Stelle, da heißt es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Das ist ein Zitat aus Jesaja 40. Und dann die Antwort im Neuen Testament darauf, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Und das ist der Schlüssel. Wir haben den Geist Christi bekommen. Diese Fragestellung, wer könnte Gott je ergreifen? So, das ist im Alten Testament und jetzt im Neuen Testament bekommen wir die Antwort darauf. Wir haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind.
Und das ist so ein Schlüssel, dieser Heilige Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du wissen, was der Wille Gottes ist in jeder Situation, weil der Heilige Geist spricht die ganze Zeit. Und wenn du noch nicht den Heiligen Geist in dein Leben eingeladen hast, dann ist heute dein Tag, an dem du das machen darfst, an dem du sagen darfst, komm, Heiliger Geist, und füll mich, zieh du in mich ein, führ mich durch 2022 und in alle Zukunft, führ mich jeden Tag, in jedem Moment, das möchte er tun. Er möchte dein Leiter sein durch dieses Jahr und darüber hinaus in alle Ewigkeit. Und es ist ja wirklich schön, sich dem hinzugeben, und es ist ein Lernprozess, auch sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und es ist einfach so, indem wir Gott besser kennenlernen, indem wir Zeit mit ihm verbringen und mit dem Heiligen Geist laufen, desto klarer können wir seinen Willen erkennen und seine Wünsche, was er durch uns wirken möchte. Und wir lernen ihn besser kennen, indem wir einfach Zeit mit ihm verbringen, indem wir Gemeinschaft haben, in Beziehung mit Gott leben, indem wir schon unseren Tag am Morgen mit ihm beginnen und sagen, guten Morgen, Heiliger Geist, führ mich heute durch den Tag, indem wir Dinge bewusst mit ihm tun, indem wir ihn in unsere Routinen, in unseren Alltag hineinlassen, indem wir beten, in seinem Wort lesen. Wir haben ein ganzes Buch, eigentlich sogar viele Bücher. Wir haben so viele Bücher, die voll sind mit Gottes Willen. Deshalb sag nicht, ich weiß nicht den Willen Gottes, ich weiß es nicht, lies deine Bibel, weil da steht's drin. Das ist, ja, und lern ihn kennen, lese in seinem Wort, lern ihn kennen und lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und leiten. Und in Römer 12,2 steht es auch von diesem Lernprozess, da steht, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist so gut, wenn wir verwandelt werden durch diese Erneuerung unseres Sinnes, dann können wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Und dann ist es uns klar, dann ist es uns offenbart. Und auch von diesem Lernprozess lesen wir in Epheser 5. Und ich würde gerne einfach die ganzen Verse von 15 bis 20 zusammen mit euch lesen. Da steht, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Und ich denke, der Bibelvers ist heute noch sehr aktuell. Und in anderen Übersetzungen heißt es in Vers 16, kauft die Zeit aus, nutzt jede Gelegenheit. Hey, Gott hat mehr für dich. Es gibt mehr für dich. Und mach den bestmöglichen Gebrauch von deiner Zeit. Gott hat mehr für dich bereit. Und Gott hat mehr für dich, als nur errettet zu sein. Es ist voll gut, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben und ihm sagen, du kannst in mir wohnen, sei du Herr meines Lebens. Dann sind wir errettet und dann sehen wir uns im Himmel wieder. Halleluja! Und es freut mich für dich. Aber hey, Gott hat mehr für dich, als nur errettet zu sein. Wir leben nicht nur, um irgendwann im Himmel zu sein, sondern um schon jetzt hier auf der Erde in seinem Willen zu wandeln. Und er hat eine Berufung für dein Leben, die nur du ausführen kannst, die niemand anderes sonst erfüllen kann. Und wie schade wäre es, wenn wir im Himmel ankommen und dann errettet sind und in Ewigkeit mit Jesus leben, super, aber nicht auf der Erde schon unsere Berufung gelebt haben und nicht auf der Erde schon mit ihm gelebt haben und in seinem Willen gewandelt sind. Deshalb, yes, kauf die Zeit aus, nutze jede Gelegenheit. Und weiter in Vers 17, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Lernt zu verstehen. Es ist ein Lernprozess, aber es ist ein schöner Lernprozess. Und es würde hier nicht stehen, lernt zu verstehen, wenn wir es nicht lernen könnten. Wir können es lernen. Und weiter in Vers 18 heißt es, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes füllen. Und das ist der Schlüssel. Lasst euch vom Geist Gottes füllen, das ist der Schlüssel. Und weiter, ermutigt einander mit Psalmen, mit Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern, was wir heute gemacht haben, das ist Gottes Willen. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn.
Und ich liebe die Stelle hier und es ist schon, allein in diesen paar Versen steckt schon so viel drin, was Gottes Wille ist. Und es ist nur eine kleine Stelle, nur ein kleiner Auszug aus der Bibel. Und die Bibel ist voll davon. Deshalb will ich euch heute echt ermutigen, euch auf die Suche zu machen und das Wort Gottes zu studieren. Und wir erfahren so viel darüber, was sein Wille ist und lies es. Und wenn's an, fang an, das in deinem Leben umzusetzen. Und ich habe noch so viel mehr Bibelstellen gefunden über Gottes Willen. Ich habe überlegt, ob ich die hier alle aufzählen soll, aber dann würde ich nicht fertig werden und das wäre schade. Wir wollen ja heute noch zum Mittagessen kommen. Von dem her, ich sage euch einfach noch ein paar Bibelstellen, die ich gefunden habe. Aber echt, ich will euch herausfordern, sucht selber danach. Sucht selber nach Bibelstellen, die von Gottes Willen reden. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, 18, da steht, was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Oder 1. Thessalonicher 4, 3 steht, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt und so weiter. Ich könnte noch so viel mehr aufzählen und es ist so gut. Die Bibel ist voll davon. Und deshalb geh auf die Suche, studiere im Wort Gottes, was ist Gottes Wille. Und wenn du heute merkst, ja, das bewegt mich und ich will das tun, dann ist heute dein Tag, um dich hinzugeben. Heute ist dein Tag, um nicht nur heute in Hingabe zu leben, sondern ein Leben anzufangen, was wirklich völlig in Hingabe ist. Und wenn du sagst, ich habe noch Angst, ich weiß nicht, dass, ich habe Angst, Gottes Willen zu verpassen, oder wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, das umzusetzen, dann fang einfach da an, wo Gott dich hingestellt hat. Renn Jesus nach. Wenn du Jesus nachrennst, dann kannst du Gottes Willen nicht verpassen. Fokussiere dich auf deine Beziehung mit Gott und sei treu in dem, was Gott dir schon anvertraut hat. Sei treu in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Gemeinde, in deinem Dienst, in deiner kleinen Gruppe, wo Gott dich hingestellt hat. Da darfst du treu sein. Und dann wird Gott dir mehr anvertrauen und wird dir mehr offenbaren und kann mehr seinen Willen in deinem Leben tun. Und wir sehen das in der Bibel, wo Menschen treu waren mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat. Da konnte Gott wirklich seinen Willen tun durch sie und hat sich sogar um ihre persönlichen Anliegen gekümmert. Und eine Geschichte, die das schön veranschaulicht, die ich neulich gelesen habe, ist die Geschichte von Ruth. Und es ist eigentlich eine Geschichte, die mit ganz viel Zerbruch und Traurigkeit eigentlich beginnt, weil Ruth verliert ihren Mann. Und sie entscheidet sich dann, mit ihrer Schwiegermutter mitzugehen, die zurück in ihre Heimat geht. Und Ruth geht mit ihr und ist dann an einem fremden Ort und hat ihren Mann verloren. Aber trotzdem war sie treu dort, wo sie war. Und lass uns einfach kurz in diese Geschichte gehen. In Ruth 2 steht es, ich würde gerne lesen ab Vers 2. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naomi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und das ist so cool, da steht, es traf sich aber. Und es klingt so zufällig, aber wer die Geschichte von Ruth kennt, der weiß, dass sie später Boas heiraten wird und dass noch viel später einer ihrer Nachkommen Jesus sein wird. Und was wie Zufall aussieht und auch wie Zufall klingt, es traf sich aber, dass genau jenes Stück Feld, auf dem sie treu die Ehren aufliest, dass es Boas gehört, was wie Zufall klingt, ist eigentlich Teil des Heilsplans Gottes für die Menschheit. Und Gott konnte das tun. Er hat Ruth dahin geführt, wo sie sein musste. Er konnte es tun, weil sie einfach treu war in dem, wo sie war. Ruth hat nicht geplant, wo sie hingeht, auf welches Feld sie genau geht und wen sie dann heiratet oder so, sondern sie war einfach treu. Sie hat einfach gesagt, ich diene meiner Schwiegermutter, ich gehe aufs Feld und da, wo ich Gnade finde, da bleibe ich. Und sie war einfach treu. Und so konnte Gott in ihrem Leben seinen Willen tun und konnte Heilung und Wiederherstellung bringen. Er konnte ihr neue Freude schenken, einen Mann, und hat sie so gesegnet. Und zwar nicht nur ein Segen für sie, sondern für die ganze Menschheit. Dass Jesus geboren wurde, war Folge davon, dass Ruth treu war in dem Bereich, wo sie war.
Und wenn du treu bist in dem, wo Gott dich hingesetzt hat, dann wirst du gesegnet, aber nicht nur du, sondern er bringt Segen durch dich. Du kannst ein Segen sein für andere Menschen. Und wenn du dich um Gottes Anliegen kümmerst, dann ist sein Versprechen, dass er sich um deine Anliegen kümmert. Und ich habe das neulich in meiner stillen Zeit gelesen und ich habe die Bibel schon davor mal durchgelesen, aber als ich den Bibelvers gelesen habe, dachte ich mir, boah, es ist so genial. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich den noch nie gelesen. Und zwar steht es in Psalm 34, ab Vers 10, steht, fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Nichts Gutes müssen die entbehren, die den Herrn suchen. Hab keine Angst, zu kurz zu kommen, wenn du dein Leben Gott hingibst und dich um seine Anliegen kümmerst und für ihn lebst. Er wird sich um deine Anliegen kümmern. Und genau das lesen wir in der Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Und ich liebe die Geschichte. Und wir können einfach ja, da reingehen. In Lukas 1 steht die ab Vers 5. Da steht, in der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Und man sieht hier schon, er hat eine Not, er hat ein Anliegen, was auf seinem Herzen ist. Aber wir lesen weiter. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung für das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Und es hat mich total bewegt, als ich das mal gelesen habe. Die Tatsache, er hatte eine Not, er hat lange gebetet, einen Sohn zu bekommen. Und Gott hat lange gewartet, dieses Gebet zu erhören. Und Zacharias hätte eigentlich jeden Grund, Gott anzuklagen und zu sagen, Gott, wieso erfüllst du mein Gebet nicht? Wieso hörst du mich nicht? Wieso haben andere einen Sohn und ich nicht? Wieso erhörst du das Gebet von anderen und mein Gebet hörst du nicht? Und dann wird er ausgelost, den Priesterdienst zu vollführen. Und er sagt, er macht es. Er hätte genauso gut sagen können, nee, Gott, ich bin jetzt sauer auf dich, ich mache das jetzt nicht. Gott erfüllt mein Gebet nicht und jetzt soll ich noch für andere Menschen, für Gott ein Rauchopfer darbringen. Aber er hat es gemacht, er hat gesagt, ich mach's. Und wir lesen weiter in Vers 10, während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Während Zacharias treu dient, kommt Gott und kümmert sich um sein Anliegen. Und wir lesen, Gott sagt, dein Gebet ist erhört. Das heißt, sie haben dafür gebetet. Zacharias und Elisabeth haben dafür gebetet. Aber die Gebetserhörung kam nicht, während er für sein Anliegen gebetet hat, während er in Fürbitte war und gesagt hat, Gott, erfülle mein Anliegen, sondern während er treu gedient hat und während er im Dienst Gottes war. Und es ist echt gut für unsere Nöte und unsere Anliegen zu beten. Das ist nicht falsch, auf keinen Fall. Es ist voll wichtig, dass wir mit unseren Nöten vor Gott kommen und sie ihm im Gebet bringen. Aber das darf nicht unser Fokus sein. Dabei darf es nicht bleiben, dass wir uns darum drehen. Und Zacharias war nicht frustriert. Sein Fokus lag nicht auf seinem Anliegen, sondern darauf, treu Gott zu dienen. Was wäre passiert, wenn Zacharias sich hätte abhalten lassen? Wenn Zacharias gesagt hätte, nein Gott, ich gehe darauf nicht ein, ich bringe dir nicht Rauchopfer. Du hast mein Gebet nicht erhört. Wieso soll ich jetzt noch für andere Leute im Gebet einstehen und dir dienen?
Er hat sich nicht davon abhalten lassen. Und da konnte Gott kommen und hat sich um sein persönliches Anliegen gekümmert. Und es zeigt so sehr, wie unser Gott ist. Während wir ihm dienen, während wir treu sind, da kümmert er sich um das, was auf unserem Herzen ist. Und es ist ein biblisches Prinzip. Und Matthäus 6,33 redet davon. Es steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist Gottes Versprechen, dass dir alles gegeben wird, wenn du zuerst nach seinem Reich, wenn du zuerst nach seinem Willen trachtest. Und es wird uns, haben wir vorhin gelesen, an nichts Gutem mangeln, wenn wir einfach nur Gott treu sind und dann er seinen Willen durch uns tun kann. Deshalb befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau auf ihn. Und ich möchte nochmal zurückkommen zum Psalm vom Anfang, zu Psalm 37, Vers 5, weil da, finde ich, voll der wichtige Schlüssel drin steckt. Es steht, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Und das ist heute Morgen die gute Nachricht für dich. Du kannst es nicht tun. Sag mal zu deinem Nachbar, du kannst es nicht tun. Du kannst es nicht tun. Es ist unmöglich, aus eigener Kraft nach Gottes Willen zu leben, ihm zu gefallen. Es ist unmöglich, sondern es ist Gott, der es vollbringt. Und ich liebe den Bibelvers Philipper 2,13, weil ich letztes Jahr so eine Offenbarung darüber hatte und er mich so begeistert hat. Und ja, da steht, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Du kannst es nicht tun, wir sind so abhängig von Gott. Und es ist so gut, so abhängig von Gott zu sein. Und der gleiche Bibelvers in einer anderen Übersetzung heißt, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und es ist tatsächlich so simpel, wir können es nicht tun, aber sein Versprechen ist, er wirkt. Er wirkt. Nicht wirkte oder wird wirken oder wirkt manchmal vielleicht, sondern Gott selbst ist ja in euch am Werk. Er ist am Werk, er ist am Werk die ganze Zeit, egal ob wir es sehen oder nicht. Wir haben vorhin gesungen, even when I don't see it, you're working, even when I don't feel it, you're working. Selbst wenn ich es nicht sehe und nichts fühle, manchmal fühlen wir es, manchmal sehen wir es und es ist gut, Halleluja, wenn wir es sehen und fühlen. Aber selbst wenn wir es nicht sehen, selbst wenn wir es nicht fühlen, er ist am Wirken und er ist Gott, er ist König aller Könige, er ist Alpha und Omega, Anfang und Vollender, aber er ist auch der Gott mittendrin, der uns nicht seinen Plan gibt und sagt so, mach mal, wir treffen uns dann im Himmel, wenn du es geschafft hast, sondern er ist Gott mittendrin. Sein Versprechen für dich heute Morgen und in alle Ewigkeit ist Hebräer 13, Vers 5, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das ist sein Versprechen. Er ist Gott mittendrin. Er ist Gott mit uns. Und noch mehr als das, und ich liebe es an Gott, er ist Gott in uns. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, wie wir in Kolosser 1,27 lesen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist Christus in uns. Dieser Christus, der Alpha und Omega ist, er ist Anfänger und Vollender und er ist Gott mittendrin. Und in 1. Thessalonicher 5,24 steht, treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Er wird euch ans Ziel bringen. Nicht, er wird euch am Ziel treffen. Ihr müsst ans Ziel rennen, sondern er wird euch ans Ziel bringen. Er ist Gott mittendrin. Und nochmal in einer anderen Übersetzung heißt es, Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Was für einen guten Gott haben wir. Halleluja. Und er ist Gott mit uns und Gott in uns und Gott in uns am Wirken. Deshalb
Egal in welchen Umständen wir leben, egal wie es um uns ausschaut, wie dunkel es vielleicht um dich ist, wie groß die Versuchung ist, wie groß die Not ist, wir dürfen es ihm sagen. Sag es ihm, sei ehrlich vor ihm, sag ihm, Herr, alles ist dunkel. Dann sag es ihm, sag ihm, Herr, die Herausforderung ist groß. Ich stehe unter Stress, die Versuchung ist groß. Ich habe es versucht und ich fühle mich wie ein Versager. Aber du, Herr, bist am Wirken. Wenn ich es nicht sehe, wenn ich es nicht fühle, du bist am Wirken. Du wirkst das Wollen und das Vollbringen. Und ich glaube das. Ich nehme es an, ich vertraue auf dich, ich brauche dich, ich kann es nicht aus mir selber. Dann sag's ihm, er kennt dich und er weiß es. Und er weiß, dass du es nicht aus eigener Kraft kannst und auch nicht musst, weil Gott ist in dir am Wirken. Und das ist so ein Schlüssel, denke ich, das einfach zu erkennen und anzunehmen und loszulassen. Aufzuhören, es selber zu versuchen, weil wir können es nicht. Und es im Glauben dankbar anzunehmen und zu sagen, danke Jesus, du bist in mir und du bist in mir am Wirken die ganze Zeit. Ob ich es sehe oder nicht, ob ich es fühle oder nicht, du bist am Wirken. Gerade jetzt, in diesem Moment bist du am Wirken. Gerade jetzt in meinem Leben bist du am Wirken. In meiner Familie bist du am Wirken. In meiner Situation am Wirken. In meinen Umständen, in meiner Versuchung, in meiner Not, in allem bist du am Wirken. Nicht nur ein bisschen, nicht nur manchmal, sondern die ganze Zeit. Und mächtig. Und wenn du anfängst, wirklich so zu sprechen, so zu denken und so zu leben, dann hast du den Schlüssel für ein Leben im Sieg. Weil größer ist der, der in uns am Wirken ist, als der in der Welt ist. Und fang an, das wirklich anzunehmen. Bete das. Und bete im Heiligen Geist. Lies deine Bibel. Füll dich mit Wort Gottes. Und es wird fließen. Und mach dir bewusst, hey, Gott ist in mir. Und er ist in mir am Wirken die ganze Zeit, ohne Pause, weil er weiß, dass wir ihn brauchen, dass wir nichts können ohne ihn, dass wir voll abhängig sind von ihm. Und wenn wir versagt haben in unserem Leben, dann weil wir es aus eigener Kraft versucht haben. Aus eigener Kraft besser zu leben, aus eigener Kraft seinen Willen zu tun, Gottes Pläne auszuführen mit aller Kraft. Aber wir haben versagt, weil wir es aus eigener Kraft versucht haben. Und die Bibel ist voll, nicht nur von Gottes Willen, sondern auch voll mit Leuten, die es aus eigener Kraft versucht haben und gescheitert sind. Voll mit Leuten, die Gott wirklich geliebt haben und ihm dienen wollten und sich angestrengt haben aus eigener Kraft und versagt haben. David zum Beispiel, es heißt, er hat Gott geliebt und er hat vor Gott getanzt und sein Herz hat für Gott gebrannt, aber auch er hat versagt. Er hat es aus eigener Kraft versucht und er hat versagt und er war ein Ehebrecher. Und Mose hat es aus eigener Kraft versucht. Er wusste, Gott hat eine Berufung auf ihm und er wusste irgendwie, in ihm drin hat er gespürt, dass er dazu berufen ist, sein eigenes Volk aus der Gefangenschaft zu befreien, aber er hat es aus eigener Kraft versucht und er hat einen Ägypter umgebracht dabei. Er hat es aus eigener Kraft versucht und er hat gemerkt, ich kann es nicht und er ist weggerannt. Und später begegnet Gott ihm wieder und sagt, ich habe dich dazu berufen, dein Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Jetzt geh zum Pharao und sag, lass mein Volk ziehen. Und Mose sagt, ich kann es aber nicht. Ihm war das so bewusst, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Er hat gesagt, ich kann nicht reden, ich kann nicht gut Worte formulieren. Schick doch jemand anderen, schick jemand anderen. Er war sich dessen so bewusst, er kann es nicht aus sich selbst. Und genau da, wo er sagt, ich kann es nicht aus mir selbst, da kommt Gott hinein und sagt, ich will dich lehren, was du wirken sollst, was du reden sollst, was du sagen sollst, ich bin mit dir. Da, wo Mose bewusst ist, dass er es selbst nicht kann, da kann Gott sich offenbaren, da kann Gott übernehmen, seinen Willen durch ihn tun und ihn mächtig gebrauchen. Und er führt sein Volk raus, aus Gefangenschaft. Und wie oft, denke ich mir, geht es mir so, dass ich merke so, oh, sowas will Gott durch mich wirken, das kann ich nicht. So, Gott, das ist zu viel, schick doch jemand anderen. Und als man mich das erste Mal auf eine Bühne gestellt hat, um zu singen, habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht. Schick doch jemand anderen auf die Bühne. Und wie oft geht es uns so? Gott zeigt uns kleine Teile unserer Berufung, fordert uns heraus und wir sagen, ich kann es nicht, weil wir wissen, wir können es nicht. Und das ist die Wahrheit. Wir aus eigener Kraft können das nicht. Wir sind voll unfähig, das zu tun. Gott ist es, der in uns wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Wir brauchen ihn. Wir sind gar nicht dazu geschaffen, das selber zu tun. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen.
nach seinem Wohlgefallen. Und es ist gut zu wissen, wollen und vollbringen, die gehen immer zusammen. Das ist all inclusive. Das ist niemals das Wollen ohne das Vollbringen oder das Vollbringen ohne das Wollen, sondern es ist immer Wollen und Vollbringen zusammen. Wenn Gott ein Verlangen in uns schafft, dann gibt er uns auch die Kraft, dieses Verlangen zu erfüllen. Und er schenkt das Verlangen. Er schenkt das Verlangen, nach seinem Willen zu leben. Und nur er kann es in uns ausfüllen. Und er wirkt. Alles, was es von uns braucht, ist Hingabe. Weil er wirkt. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Was braucht es von uns? Von uns braucht es Hingabe. Zu sagen, ja, Herr, du kannst alles haben. Du kannst meinen Alltag haben. Du kannst meine Routine haben. Nimm mein Ja. Nimm mein ganzes Leben und uns völlig ihm hinzugeben. Und er ist würdig. Er ist würdig. Er ist würdig, dass wir ihm alles hingeben, weil er hat alles hingegeben für uns. Jesus, das Kreuz, ist das ultimative Symbol, der ultimative Ort der Hingabe, an dem Jesus alles hingegeben hat aus Liebe für uns. Und wie wert ist er, dass wir ihm heute alles hingeben und nicht nur heute, sondern jeden Tag unser ganzes Leben ihm hingeben. Und es ist manchmal so leicht, in so einem Moment Sonntagmorgen zu sagen, ja, Jesus, ich gebe dir alles hin. Und dann kommen wir in den Montag in der Situation und Gott fordert uns heraus. Und dann sind wir dann noch bereit zu sagen, ja, Jesus, auch jetzt, wenn ich es nicht fühle, wenn ich mich nicht danach fühle, ich habe keine Lust, auch jetzt kannst du alles haben. Auch jetzt hast du deinen Weg. Auch jetzt bist du am Wirken. Gott wird nie, nie irgendeinen Bereich in unserem Leben an sich reißen, den wir ihm nicht hingeben. Wird er nie tun. Das heißt, Gott kann nur in dem Maß seinen Willen in deinem Leben tun, in dem du dich ihm hingibst. Und wie wert ist er, dass wir ihm alles hingeben? Wie wert ist er, dass wir heute Morgen vor ihn kommen und sagen, ja, Jesus, du kannst heute alles von mir haben und du kannst morgen von mir alles haben. Und wenn du mich herausforderst, in der Zukunft noch mehr zu geben, nimm alles. Völlige Hingabe. Jesus, ist es wert, dass wir ihm heute alles hingeben. In dem Gewissen, dass wir es nicht tun müssen, sondern dass es Christus in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, der in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt. Und wollen wir einfach heute Morgen darauf eingehen? Und ich will dich ermutigen, wenn du heute Morgen dazu, ja, dich herausgefordert fühlst und auch wenn du dich nicht danach fühlst, ich will dich einladen, echt heute Gott alles hinzugeben. Und du kannst da, wo du bist, einfach ihm deine Hände ausstrecken und sagen, ja, Herr, du bist würdig, dass ich dir alles hingebe und ich gebe dir alles hin. Und du kannst einfach gerade jetzt, wollen wir uns eine Zeit nehmen, ihm alles hinzugeben im Gebet. Komm vor ihn und sag ihm mit deinen eigenen Worten, dass du ihm alles hingibst. Danke, Jesus. Und ich werde beten, aber machst du heute fest. Wenn es dir hilft, dann steh auf. Wenn es dir hilft, knie dich nieder, was auch immer. Aber streck ihm alles hin, gib ihm alles ab. Und ich werde beten, aber sprich du heute Morgen dein eigenes Gebet und sag ihm, dass du ihm dich hingibst. Jesus, du bist würdig. Jesus, du bist König. Und Jesus, du bist würdig, unser Leben zu haben als dein lebendiges Opfer. Jesus, du bist würdig, dass wir dir alles hingeben, Jesus. Und gerade heute Morgen wollen wir als deine Gemeinde, als dein Leib sagen, Jesus, hier sind wir. Hab alles, völlige Hingabe für dich, weil du König bist und du bist es wert, dass wir alles hingeben. Und Herr, Heiliger Geist, komm du und erfüll uns und zeig uns, was dein Wille ist, was der Wille Gottes genau für unser Leben ist. Und wenn du uns herausforderst in unserem Alltag, in unserer Routine, in welchem Moment auch immer, wenn du uns herausforderst, noch mehr hinzugeben, Herr, wir wollen bereit sein, alles hinzugeben für dich, Jesus. Du bist es wert. Und danke, dass du uns nicht alleine lässt, dass du Gott in uns bist und Gott mit uns.
und dass du der bist, der in uns jedes gute Verlangen schafft und das Vollbringen. Danke, Jesus, du wirkst. Und Herr, wir sagen, wir schaffen Raum für dich, zu wirken in unserem Leben, deinen Willen zu tun. Hier sind wir als deine Gemeinde. Sende uns, sende mich. Danke, Jesus, dass da, wo wir uns dir hingeben, da, wo wir dir alles hingeben, dass du da hineinkommst und deinen Willen tun kannst in unserem Leben. Und dass wir das sehen werden dieses Jahr und in alle Ewigkeit, wie dein Reich kommt und dein Wille geschieht durch unser Leben. Halleluja. Und wir wollen jetzt ein Lied singen. Und du kannst dir einfach noch mehr Zeit nehmen zum Beten. Du kannst noch sitzen bleiben und mit Gott im Austausch. Aber wir wollen jetzt ein Lied singen und ihr könnt es mitsingen. Einfach als ein, wie ein gesungenes Gebet, Gott Raum zu schaffen und ihm alles hinzugeben. Er ist so würdig. Danke, Jesus. Here is where I lay it down, every line.
wir Raum schaffen für dich, Jesus, dass du wirken kannst, was du wirken möchtest. Heute wollen wir uns völlig hingeben und uns völlig dir ausliefern. Herr, wir möchten diese Woche wirklich jeden einzelnen Tag diese Entscheidung treffen, uns dir hinzugeben, unsere Pläne dir hinzugeben. Und Heiliger Geist, wir sagen, bitte erinnere du uns. Wir erlauben dir, uns daran zu erinnern, jeden einzelnen Tag, dich, Jesus, überall mit hineinzunehmen. Danke, dass du uns erinnerst. Danke, dass du uns dabei hilfst, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass wir wirklich uns total fokussieren können auf Jesus, den ganzen Tag über. Bei allem, was wir tun, jede Entscheidung, die wir zu treffen haben. Danke, Heiliger Geist, dass du uns dabei hilfst, weil es dein Wort sagt, du das Wollen und das Vollbringen schaffst, dass wir alles prüfen können, was dein Wille ist. Und wir sprechen aus, wir möchten diese Woche den Willen Gottes tun. In jeder noch so kleinen Entscheidung, wir möchten den Willen Gottes tun. Und danke, Jesus, dass du das Wollen und das Vollbringen schaffst diese Woche. Du wirkst es und du vollbringst es. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir sagen, diese kommende Woche und alle Wochen, die danach kommen, gehören dir, Jesus. Wir gehören nicht mehr uns selber und unseren eigenen Plänen, sondern Jesus, was du haben möchtest, was du willst, das ist, was wir auch wollen. Wir geben uns völlig hin. Danke, Jesus. Amen. Amen, Halleluja. Lass mal Jesus einen Applaus geben einfach. Halleluja, es ist so eine Freude und so schön einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Und ja, danke Sarah für dein Thema. Es ist wirklich mega berührend, Halleluja. Und das ist wirklich, lasst uns das wirklich mitnehmen in diese Woche und in dieses gesamte Jahr als Statement für das ganze Jahr 2022, dass wir völlig hingegeben leben und uns einfach Gott ausliefern. Und es wird das beste Jahr, was du jemals hattest, wenn wir dann danach leben, nach diesem Prinzip. Amen. Und ich möchte euch ganz herzlich auch einladen, nächsten Sonntag haben wir wieder einen Gottesdienst. Und wenn du denkst, noch Sonntag, das ist ja jetzt eine ganze Woche, das ist mir viel zu lang, dann habe ich auch eine gute Nachricht für dich. Du musst gar nicht so lange warten, bis du wieder zum Gottesdienst kommen kannst, weil wir haben nämlich Hausgruppen und Kleingruppen oder Hauskreise oder wie auch immer man das nennt. Und du darfst gerne da auch Teil davon werden, wenn dich das interessiert und du da gerne mit dabei sein willst, dann darfst du uns auch gerne eine E-Mail schreiben und wir helfen dir weiter. Oder du kannst einfach heute jemanden ansprechen, der so aussieht, als würde der Bescheid wissen, was es für Hauskreise gibt, und dann irgendjemand leitet dich dann weiter an die richtige Person. Genau, und die Jugendlichen, die haben Jugendgottesdienst nächsten Freitag um 19 Uhr. Und ja, an alle Teens und Jugendliche, ihr seid ganz herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Genau, und dann wird unser Pastor uns noch den Segen heute sprechen. Ja, ich lade euch ein, aufzustehen. Und vielleicht ist gut, wenn wir noch zusammen dieses Gebet des Herrn sprechen, was Sarah am Anfang erwähnt hat. Und wenn wir an diese Stelle kommen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann leg so ganz bewusst dein Leben ihm hin. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne ich euch mit dieser Gnade, dass ihr das Wollen empfangt durch den Heiligen Geist und dann auch das Vollbringen empfangt. Gott wird es tun in deinem Leben und durch dein Leben. Ich segne dich mit seiner Freude, mit seinem Frieden und ich segne dich mit seiner Gnade. Der Herr ist mit dir. Amen.